Sonntag 16.45 Uhr, es ist wieder Handballzeit in Schwerin. Und heute trifft der SV Grün-Weiß Schwerin auf die Bundesliga-Reserve des VfL Oldenburg. Der VfL Oldenburg bisher noch ungeschlagen, zurzeit auf Tabellenplatz 2. Die Mädels von Grün-Weiß zurzeit Tabellenplatz 7. Ich denke, es wird ein spannendes Spiel. Auch die Presse aus Oldenburg ist heute vertreten. Und auch in der Vorankündigung von Oldenburger Sicht erhoffen sie sich hier ein sehr spannendes Spiel. Das erhoffen wir uns natürlich auch und den Zuschauern natürlich hier auch. Viel Spaß beim Spiel VfL Oldenburg 2 gegen den SV Grün-Weiß Schwerin.
Hallo, liebe Handballfreunde hier aus der Reiferbahnhalle in Schwerin, wo SV Grünwald Schwerin in der dritten Bundesliga Nord der Frauen auf den VfL Oldenburg trifft. VfL Oldenburg zu Beginn der Saison mit 10:0 Punkten, also 5 Siege, die Grün-Weißen. Da muss ich mich schon unterbrechen, die Nummer 4, erste Angriffsaktion vom VfL, 1:0 Führung. Treffer durch Talke Bitter. Und nochmal kurz aufzupassen, Grün-Weiß mit einem guten Start in die dritte Liga. Jetzt zum Schluss ein, zwei kleine Rückschläge und die Aufgaben werden nicht leichter. Erste konkrete Ermahnung. Und Vivian Erdmann mit einer tollen 1-1-Aktion. Und im Ausgleich 1:1. Bitte mit dem Versuch. Es bleibt beim Versuch. Und Glück gehabt. Ein ziemlich überhasteter Pass von Joda Wenk. Traumhaft gelegt den Ball von Vivian Erdmann über den Kopf von Tomke Köter. 2:1 für Grün-Weiß. Übers Tor. Angriffsbemühungen von Grün-Weiß. Beim VfL sehen wir eine hochgestellte 5-1-Abwehr, die auf Ballseite verschiebt. Eine Abwehr, mit der Grün-Weiß-Spielerin sich oftmals sehr, sehr schwer tut. Joda Wenk mit dem Wurfversuch, wird geblockt. Tolle Abwehraktion von Vivian Erdmann, wird von den Schiedsrichtern ermahnt mit der gelben Karte. Aber taktisch richtig getan. Ein einfaches Tor verhindert und nur zugunsten eines 9 Meters. Glück für die Grün-Weißen. Im Zweifelsfall auch eine 7-Meter-Entscheidung möglich gewesen. Und Talke Bitter mit Tor Nummer 2. Ausgleich. Joda Wenk verliert das Spielgerät
Und jetzt geht es wieder unheimlich schnell über die erste Welle. Nutznießerin der ganzen Sache war die Nummer 38. Manel Juhnke. Passives Spiel angezeigt. Da muss Kerstin Felkel zum Tor und scheitert an Tomke Köter. Felkel, spiel den Ball! Spiel den Ball weiter! Toll erkannt von der Nummer 13, dass die Abwehr dort nicht sattelfest war. Setzt sich im 1-1 durch. Führung 4-2. Torschützin Rabea. Nächste Lage. Zeigt sich jetzt innerhalb der ersten 7-8 Minuten, welche Fähigkeiten die Abwehr dort besitzt, um einen Angriff zu stoppen. Jetzt hat es mit der Konterbewegung nicht geklappt. Fehlpass durch Tomke Köter. Aber auch auf grün-weißer Seite Joda Wenk mit dem Fehlpass. Er sollte Tini Schröder auf der Linksaußenposition erreichen. Kerstin Feld, Kerstin Larz, Entschuldigung, wird taktisch sehr gut genommen dort, sehr gut. Auch da das sichere Tor verhindert durch den beherzten Einsatz von Falke Bitter. Passive Spieler angezeigt, jetzt muss was kommen. Wurfversuch durch Joda Wenk. Und auch da ist Tomke Köter auf dem Posten. Und Vivian Erdmann stoppt wiederum die schnelle Bewegung. Ist momentan die einzige, die so ein bisschen den frischesten Eindruck macht auf Schweriner Seite. Da die erste Parade durch Noemi Nabilek. Kerstin Felkel, Kerstin Lars bekommt nichts.
Und so fällt ein Treffer, den ich jetzt gar nicht mitgeschnitten habe. Die Torhüterin macht das Tor. Tomke Köter, erster Treffer. Selten, aber natürlich eine tolle Sache für jeden Torhüter, der das Feld mit einem Wurf über 40 Meter überbrückt und dem gegnerischen Torwart das Ei ins Netz legen kann. Und da haben sie es gezeigt, dass sie es können. Spielerisch toll aufgelöst. Jola Wenk läuft ein über die halbe Position, stößt an den Kreis durch, bekommt das Anspiel von Vivian Erdmann und netzt ein zum 3:5. Gleichen Ablauf nochmal. Diesmal der Wurf von Vivian Erdmann. Und Tomke Köter auf den Posten. Macht die kurze Ecke dicht. Und im Gegenzug 2 Minuten Strafe für Kerstin Labs. Jetzt habe ich es wieder drauf. Und 7 Meter Entscheidung. Es tritt an Rabea Neslage gegen Noemi Nabilek. Und sie pariert den 7 Meter. Starke Aktion der Torhüterin von Grün-Weiß. Hat im Nachfassen noch Glück. Jetzt der Wechsel bei den Grün-Weißen. Wendy Künzel auf dem Feld. Eine Frau mit Fähigkeiten. Erneut der Wurfversuch. Vivian Erdmann scheitert erneut auf der kurzen Ecke gegen Tomke Köter. Bereits ihre 5. Parade in diesem Spiel. Erneut 7 Meter und 2 Minuten für Wendy Künzel. Ich habe da jetzt eben auch nichts erkennen können. Und das Duell heißt jetzt Nadine Smith gegen Noemi Nabilek. Und sie berührt den 2. 7 Meter. Unglaublich. Das muss doch den grün-weißen Mädels hier vorne im Angriff Motivation genug sein, dass sie eine sichere Torhüterin hinten zwischen den Pfosten stehen haben. Du musst es auch mal vorne klappen. Jetzt natürlich schwierig mit der Konstellation. 4-6. Ah, das war schon mal ganz gut. Die Ansätze sind da. Labs kann wieder auffüllen. Schön durchgesteckt auf Tini Schröder. Die scheitert am Kopf von Tomke Köter.
über rechts außen erfolgreich als Rechtshänderin. Die Nummer 5, Ilka Zunk. Zirk. Erneut kein Pfiff der Unparteiischen. Kerstin Laab scheitert an Tomke Köter. Und auf der Regenseite gibt es den 7 Meter. Rausgeholt durch Nele Ostertum. Kann Noemi Nabilek ein drittes Mal. Nein, kann sie nicht. Wird bezwungen durch die Nummer 19. Merle Ostertum. Führung für den VfL 7:3. Grün-Weiß wieder komplett. Pfosten durch Vivian Erdmann. Ist momentan die einzige Spielerin vorne im Angriff der Grün-Weißen, die immer wieder versucht, Akzente zu setzen. Aber einer alleine wird dieses Vorhaben nicht schaffen. Dazu muss der Rest auch funktionieren. Und das ist in den ersten 60 Minuten noch nicht der Fall gewesen. Voller Einsatz dort in der Abwehr durch Daniela Ernst. Möglichkeit zum Anschlusstreffer jetzt. Rückspielaufbau, aber ein erneuter Ballverlust. Und es geht wieder unheimlich schnell. Und Ilka Zirnk macht das 8:3. Wir müssen einfach mal zu uns im Spiel finden. Das, was wir gespielt haben mit den Auslöserhandlungen, was wir auch trainiert haben, das geht ja auch. Wir müssen ein bisschen disziplinierter vorne spielen und hinten müssen wir aufpassen, dass wir dann dementsprechend die Tore dort verhindern aus der zweiten Reihe. Wir wechseln jetzt mal durch. Du gehst auf die Halbposition, Tini kommt raus, Henny geht auf die Mitte und Tini geht auf die Außenposition. Ich möchte, dass wir das spielen, dass wir beispielsweise mit dem Wurf, mit der Wurfpassfolgung arbeiten, von der Mitte auf die andere Seite und halb und außen. Ja, das dürfte ja wohl die Schwierigkeit sein. Kreisläufer mit dementsprechend. Und immer wieder die gleiche spannende Frage: Was gibt der Trainer seinen Mädels mit auf dem Weg in die nächsten 13 Minuten der ersten Halbzeit? Erster Hinweis war natürlich, wir dürfen nicht wahllos in die erste und zweite Welle rennen. Da sind sie unheimlich sicher. Zweite Sache ist, spielt mehr über Außen und Halb, nutzt die Möglichkeiten, schafft euch Räume und natürlich keine übereilten Wurfaktion. Da sehen wir ein angesagtes Kreuz, aber Kerstin Laab scheitert am Block und an Tomke Köter.
Doppelkreuz mit Täuschung, Wurfaktion durch Teike Bitter und der Parade von Noemi Nabilek, Entschuldigung. Aber auch auf der Gegenseite scheitert Jule Grünwald an Tomke Köter. Unzufriedenheit bei Kerstin Labs. Beschwert sich ein ums andere Mal, dass sie geschoben wird, gestoßen wird und keine Kontrolle über den Körper hat. Aber es reicht nicht aus, um einen Pfiff vom Schiedsrichter gespannt zu hören. Nächste Parade. Noemi hält ihre Mädels im Spiel. Und wenn die Künste scheitert, an Tomke Köter, die leitet ein auf Ilka Zirnk. Die macht ihr drittes Tor und die Führung zum 9:3. Minuten, drei Tore, das ist zu wenig. Da muss sich was verändern. Jetzt mal, nein, auch nein. Zwei Wurfversuche, einmal Jule Grünwald scheitert an Köter und Vivian Erdmann hebt den Ball über das Tor. Schrittfehler. Als Hoffnungsschimmer für die Grün-Weißen. Was für ein Heber! Aufs kurze Eck, leicht getäuscht. Kerstin Lab setzt sich durch. Treffer zum 4:9. Jetzt muss natürlich auch wieder was in der Abwehr passieren. Das, was anfänglich ganz gut klappte mit der Übergabe zum Nebenmann. Schrittfehler. Und da eingeleitet. Und Vivian Erdmann scheitert erneut. Tomke Köter hat wohl einen super Tag erwischt heute. Ihre 12. Parade bereits. Man könnte fast sagen, würde Tomke Köter nicht im Tor stehen, könnte es hier unentschieden stehen. Gegenseite steht hier Noemi Nabilek in nichts nach, pariert.
jetzt Schrittfehler durch Kerstin Labs, die jetzt im Aufbaubereich die Aufgabe von Vivian Erdmann übernimmt. Unheimlich ruhig geworden hier in der Hölle-Reiferbahn. Es wird mit jedem Gegentor immer etwas ruhiger. Nummer 19 mit dem Treffer zum 10:4. Nadine Smith. Wohin mit dem Ball, wenn sich keiner anbietet, keiner freiläuft. Und das natürlich unvorbereitet. Ein Pass und ein Wurf, wenn die Künste scheitert. An Tomke Köter. Es bleibt bei der 6 Tore Rückstand für die Grün-Weißen. Jetzt hat Jule Grünwald, sie hatte ihre Hand schon am Ball. Kann das Spielgerät aber nicht sichern. Somit bleibt der Oldenburger VfL Oldenburg im Ballbesitz. Ja, das habe ich genau gesehen. Wieder ein Schrittfehler. Nicht das erste Mal gesehen bei Rabea Nislage. Aber auch da finde ich, ist die Abwehr einfach zu passiv. Lässt ihr viele Möglichkeiten und viel Raum, dass sie immer wieder mit Zug auf die Abwehr dort agieren kann. Angriffsspielerin Jola Wenk durch den Kreis. Starke Parade zugunsten eines 7 Meters. Und jetzt kommt es zum Torwartwechsel. Anna Püschel zum 7 Meter. Ihre gegenüber Nadine Smith. Keine Chance. Ganz sicher verwandelt. 4:11 die Führung. Und da hilft jetzt der Pfosten mit beim VfL Oldenburg. Und ein Zusammenprall. Gott, ich bringe einiges durcheinander. Die Torschützin beim 7 Meter war Merle Ostertum. Bei Daniele Ernst geht es auch weiter. Wie auch bei Nadine Smith, die ich jetzt gefunden habe mit der Nummer 10. Kleiner Zusammenprall. Aber beide wieder standfest. Wunderbar geblockt. Somit natürlich einfach für Nabilek den Ball zu halten, aber auch im Gegenzug Jola Wenk in den Block. Und es geht wieder unheimlich schnell. Erste, zweite Welle. Und auch Grün Weiß jetzt mit Pfosten Glück. Smith scheitert.
Und der Wechsel scheint sich jetzt schon gelohnt zu haben. Die Nummer 3 verkürzt. Marie-Christine Schossig auf 5:11. Jetzt vorne heiß zu schießen, ja? Ihr habt so viel Platz vorne, die bleiben hinten stehen. Zeiges, Mieti, Rabotti, alle im Rückraum, ihr könnt hochgehen und werfen, aber bitte schießt sie nicht ab. Ja, geht hoch, guckt, wartet eine Sekunde, sie bewegt sich zuerst, sie spekuliert jedes Mal. Ja, guckt und dann könnt ihr lang, oben, alles reinwerfen. Ja, schießt sie bitte nicht heiß, okay? In der Abwehr, alles super, nicht aufhören, genau weitermachen und Tempo nach vorne. Auch hier gibt es von mir eine kurze Erläuterung. Einfache Ansage, schießt mir die Torhüterin nicht berühmt. Wartet ab, sie spekuliert ihre erste Bewegung. Und dann sollen sie oben, links, rechts in die Ecken schießen. In der Abwehr ist sie sehr zufrieden, die Trainerin vom VfL. Weiter so, hat sie gesagt. Ich denke mal, ihre Mädels werden das umsetzen. Aber das ist natürlich eine sagenhafte Parade von Nabilek. Kann sie ganz spät sehen, taucht aber unheimlich schnell ab und kratzt das Ding fast schon im Spagatschritt aus der Ecke. Der Schlag an den Hals. Smith mit der 2-Minuten-Strafe. Und jetzt die Möglichkeit für Grün-Weiß in Überzahl 6 gegen 5. Kerstin Lapp steht wieder, sammelt sich noch kurz, ein Schlag auf die Rippen, sehe ich gerade, gar nicht an den Hals, an die Rippen. Und der böse Blick auf die Bank zur Gegenspielerin Smith, die hier jetzt mit der 2-Minuten-Strafe tatenlos zusehen muss, die nächsten 2 Minuten. Und das ist es doch, einfach und schnell. Dann ergeben sich Lücken, so wie eben gerade für Wendy Künzel. Dann hat man alle Zeit der Welt, die Torhüterin auszugucken. Und diesmal gelingt es, 6:11. Nur noch 5 Tore Rückstand. Aber auch nur noch 1:30 in der ersten Halbzeit. Jetzt kein Gegentor. Aber es fällt das Gegentor. Durch Leonie Schulte zum 6:12. Jetzt bin ich fast überrascht, dass Joda Wenk über die halblinke Position kommt. Vorher unheimlich viel Wurfpech. Und jetzt macht sie es eiskalt ins lange Eck. Nach unten gezogen. Den Anschlusstreffer zum 7:12. Osten durch Heike Bitter und im Gegenzug die Unterlatte. Toll geschaut diesmal, die Torhüterin ausgeguckt. Der Aufsetzer die beste Variante, aber er bleibt an der Unterlatte hängen. Schade, Kerstin, der nächste muss. Halbzeit.
im Spiel Grün-Weiß gegen VfL Oldenburg. Führung für den VfL 12-7. So, die zweiten 30 Minuten stehen an. Führung für den VfL 12-7. Die Grün-Weißen waren sehr, sehr früh aus der Kabine raus. Und ich hoffe, sie geloben Besserung. Sie konnten phasenweise sogar zeigen, dass sie mithalten können, dass sie mitspielen können. Die Abwehr zu Anfang sehr, sehr sicher. Hat nicht zu viel zugelassen. Und das, was durchkam, heute Noemi, Nabilek, entschärfen. Aber auch auf der Gegenseite haben wir eine Wahnsinnstorhüterin, Tomke Köter, die viele Angriffsaktionen, Würfe von den Grün-Weißen im Keim erstickte. Beide Mannschaften komplett. Auf geht's in die zweiten 30. Sah toll aus bis zum Abschluss. Den fängt die Torhüterin. Kommt Köter. Wird hier einfach gemacht. War zu wenig Druck hinter bei Vivian Erdmann. Ein kurzes Handzeichen der Spielmacherin. Sehen wir gleich eine taktische Variante. Die endet in der Glanzparade von Nabilek. Und im Gegenzug, Jona Wenk behauptet sich. Und Netz 1 zum 8-12. Und 2 Minuten Strafe für die Nummer 11 vom VfL, Leonie Schulte. Hier an der Seitenlinie sehe ich Wendy Künzel. Hat einen Schlag auf den Knöchel bekommen. Muss behandelt werden. Die Abwehr scheint aggressiver zuzupacken. Trotzdem kann sich Thalke bitte durcharbeiten und arbeitet sich zum 7 Meter durch, bekommt ihn zugesprochen und das Duell Merle Ostertun gegen Nabilek. Eiskalt verwandelt. Der dritte in Folge von Merle Ostertun. 8-13. Meter, 2 Minuten für Thalke Witter. Es war schon abgepfiffen durch die Schiris. Und dann das Umreißen der Gegenspielerin. Keine faire Aktion. Dementsprechend zu Recht die 2 Minuten Strafe.
bei Marie-Christine Schossig geht es auch weiter. Und es tritt an zum 7 Meter. Vivian Bartlow gegen Tomke Köter. Die steht auf der Grundlinie und pariert im Nachwurf. Da trifft Vivian Bartlow. Anschlusstreffer 9:13. Vier gegen sechs, fünf gegen sechs. Grün-Weiß noch in Überzahl. Für gute zwei Minuten. Macht natürlich nur Sinn, wenn man jetzt ohne Gegentor bleibt. Gut erarbeitet in der Abwehr. Tini Schröder treibt den mal nach vorne. Auf Schossig. Die auffängt. Wird gestoppt. Jetzt gerade Glück beim Ausführen des 9 Meters, dass Joda Wenk noch nicht außerhalb war. Sonst wäre auch dieser Ball futsch gewesen. Und Kerstin Labs scheitert erneut an Köter. Wenn die Künstler Schuh passt wieder. Bewegungen sehen auch relativ rund aus. Bleibt zu wünschen, dass sie gleich wieder eingreifen kann. Ins Spielgeschehen. Oldenburg wieder komplett. Und erneut 7 Meter Entscheidung plus 2 Minuten für Vivian Erdmann. Und erneut das Duell Ostertum. Und da war sie, glaube ich, dran, Nabilek. Aber es reicht nicht. Treffer nochmal 14 für den VfL. Und Unterzahl für die Grün-Weißen. So geht es natürlich nicht. Aufreiben alleine ist kaum möglich. Man muss das gemeinsam durchziehen. Momentan fehlt mir ein bisschen das Zusammenspiel. Alles Einzelaktion. Joda Wenk mit dem Wurfversuch wird geblockt. Durch Falke Bitter. Und im Gegenzug. Erfolgreich. Lena Paske. Treffer Nummer 15 für den VfL. Kein Spielfluss, keine Bewegung bei den Grün-Weißen. Dadurch resultieren technische Fehler, die wieder dazu führen, dass der VfL zügig in die Vorwärtsbewegung kommt. Und auch zum Treffer Nummer 16. Erzielt durch die Nummer 13, Rabea Nieslager. Auf dem Feld mit der Nummer 74.
Dragica Klindo. Die die Grün-Weißen seit diesem Spiel jetzt verstärken soll. Im Aufbaubereich. Lassen wir uns mal überraschen, wollte ich gerade sagen. Und da kommt der nächste technische Fehler zustande. Und der Pass kommt an von Schulte auf Nestlage. 17 zu 9. Kerstin Laab scheitert erneut an Köter. Tor durch Bitter. Und ihre erste 2-Minuten-Strafe im Dress der Grün-Weißen für Klindo. Rückstand jetzt 9 zu 18. Es wird natürlich nicht leicht, der Widerstand der Zahl. 5 gegen 6. Vivian Erdmann jetzt über die halbrechte Position. Und im Gegenzug erfolgreich Nele Ostertum. Bei Noemi Nabilek schwindet die Kraft in die Konzentration. In der ersten Halbzeit noch ein großer Rückhalt. Jetzt mittlerweile Macht und Chancen los. Und bei den Grün-Weißen hat man das Gefühl, dass der eine nicht mit dem anderen kann oder nicht will. Das spiegelt sich gerade wieder hier im Angriffsverhalten. Man reibt sich an der 5-1-Deckung auf. Bis zum Aufposten reicht es, aber es kommen kaum noch Aktionen zustande, wo man 1 gegen 1 gegen den Torhüter steht. Hier eben gerade Vivian Erdmann mit dem Fehlversuch und im Gegenzug Nele Buschmann, erfolgreich. Nee, nicht Nele Buschmann, Entschuldigung, Rabea Neslage. Die Nummer 13. Rückstand mittlerweile 11 Tore, 9 zu 20. Und weiß wieder komplett. Schossek füllt auf. Tolle Einzelleistung durch Kerstin Labs. Verkürzt zum 10 zu 20. Und jetzt hat auch mal wieder Nabilek die Hände am Ball, pariert den Wurf. Von Rabea, nächste Lage. Ballverlust durch Vivian Erdmann. Und da geht sie ab. Nele Ostertum und eifert ihrer Schwester nach. Zweiter Treffer. Und die Führung zum 21 zu 10.
Auszeit für Grün-Weiß. Und seid da vorne. Ja? Wenn jetzt hier unser Ding sauber zu Ende spielt, ich stelle jetzt einen Abwehr um, du kommst raus, du gehst auf die Spitze. Wir wollen jetzt Ballgewinne haben. Und vorne wird nicht rumgezickt und es wird das gemacht, was angesagt ist. Klar? Los jetzt hier! Sehr viel Unzufriedenheit bei Andreas Bartlau. Hat auch erkannt, unschwer erkannt, dass es ein Rumgezicke auf dem Feld gibt. Teilweise auch sicherlich schon für die Zuschauer erkennbar, dass das Miteinander heute noch nicht gegeben ist. Er stellt die Abwehr jetzt ja gleich um, soweit ich das erfahren habe, auf 5-1. Da wird dann Dragica Klindo vorne spielen auf der Spitze. Vielleicht kann man mit der Umstellung auf eine 5-1-Abwehr einige Akzente setzen. Was auch noch zu sagen bleibt. Auf den Außenpositionen heute Tini Schröder und Jule Grünwald. Aber beide hatten noch keine Aktion in diesem Spiel. Wurden wenig gesucht, wenig gefunden. Schade, das ist das, was das Spiel der Grün-Weißen in den letzten Monaten, auch in der letzten Saison, ausgezeichnet hat. Jetzt mal. Die Möglichkeit für Tini Schröder. Leicht geschoben in der Luft, aber laufen lassen und dementsprechend. Bleibt es beim Versuch von Tini Schröder und einer Parade von Tomke Köter. Eine kleine Gruppe VfL-Fans oben auf der Tribüne feuern ihre Mannschaft an. Hier wirklich ein unfassbar schönen Handball spielen mit viel Effektivität. Eben gerade Schalke bitte erfolgreich. Führung 22-10. Nächster Ballverlust, Missverständnis durch Künzel und Schröder. Aber gut aufgepasst. Einfaches Tor verhindert. Spielaufbau vom VfL. Jetzt ergeben sich natürlich auch bei diesem Spielstand Wechselmöglichkeiten für Spielerinnen aus der zweiten Reihe beim VfL. Werden wir gleich sehen. Die Nummer 2, Julia Maria Schnell, die sich dort mit einbringen wird. Und wieder erfolgreich aus dem Rückraum, ohne Gegenwehr, ganz einfach, Talke Bitter, Treffer Nummer 5 in diesem Spiel und die Führung zum 23-10. Das war doch mal was. Kurz gezögert, die Abwehr war noch gar nicht wirklich wach. Und das Anspiel kommt von Labs, aufschossig, die Netz ein. Jetzt 11 für Grün-Weiß, 23 für den VfL. Der Wechsel ist verzogen, angekündigt schon am Kreis jetzt Julia Maria Schnell. Brachial, oben ins lange Eck, keine Abwehrmöglichkeit für Nabilek. Nummer 24, erzielt durch Leonie Schulte. Thank you.
wenig miteinander hier auf der Platte. Es liegt teilweise an zwei Spielerinnen, die hier so ein bisschen versuchen, ihre Mädels auf Kurs zu halten. Jetzt einmal erfolgreich, wenn die Künstler unter sich im 1-1 durchsetzen und verkürzt auf 12-24. Um nochmal kurz aufzugreifen, das Schweriner Angriffsspiel findet eigentlich nur auf der halblinken und halbrechten Position statt. Und das ist einfach zu wenig hier in der dritten Liga Nord der Frauen. Beweis dafür, nach 45 Minuten nur 12 Treffer. Und jetzt gerade Glück, weil der Wurfversuch von Junke nur an die Latte geht. Jetzt heißt es Schadensbegrenzung in den letzten 13 Minuten. Man kann sicherlich jetzt noch einige Sachen ausprobieren. Aber auch da der Ballverlust. Alles kein Problem hier. Starke Parade. Einmal die Glanzparade von Nabilek und im zweiten Versuch im Nachwurf. Julia Maria schnell am Tor vorbei. Noemi verhindert Schlimmeres. Und wenn die Künzel scheitert, erneut an Tomke Köter. Technische Fehler in Massen. Und erneut ein Missverständnis. Da hat Kerstin Labs draufgeholt, dass Tini Schröder den Ball greift zum Einwurf und das Spiel schnell macht. Aber sowas passiert in so einem Spiel, wo ich sage mal, fast gar nichts klappt. Das Ganze sich nur über Einzelaktionen gestaltet hier. Die Abwehr arbeitet wahnsinnig gut. VfL zwingen die Grün-Weißen aus unmöglichen Situationen Würfe zu nehmen, so wie eben von Tini Schröder. Und somit ergeben sich Möglichkeiten in der ersten und zweiten Welle für den VfL. Hier genutzt durch Ilka Zirk zum 25-12. Gestoppt. Nur 9 Meter. Nächster Versuch. Tini Schröder. Übertreten. Schritt. Fußfehler. Unachtsamkeit. Durch Talke Bitter. Und 9 Meter Entscheidung für Grün-Weiß. Nächste Parade durch Köter und Auszeit für den VfL. Folgende Wechsel, Alex ins Tor,
In der Mitte, wie gerade gesagt, Smiti. Und mal Mitte vorne Vorschul, die bitte wieder halt rechts denken. Ja? Uschi, nicht auf die Passtäuschung reinfallen. Ja? Und nicht den Ball hinterher, wo ja gar kein Ball ist. Ja? Nicht rausfinden. Guckst du sie an, bleibst du richtig auf die Beine, rechtes Bein nach vorne und dann hast du es. Okay? Mädels, 20 Minuten und du musst immer noch Chapeau machen. Null Klapp. Ich wäre super froh. Eigentlich nicht viel zu sagen jetzt gerade. Was man halt sagen, einige Wechsel wurden vollzogen. Torhüterwechsel, Alexandra Meyer jetzt im Tor. Und eine leichte positionelle Verschiebung hier beim VfL. Und die Grün-Weißen jetzt mit einer Manndeckung. Aber auch das nützt nichts, weil die Fähigkeiten durch Nadine Smith genutzt werden. Schneller Antritt, starkes 1-1 und ein gutes Auge. Treffer Nummer 26. Wie ein Kullerball, aber ein Hüftbruch war von Kerstin Lab. Anschlusstreffer 13-26. Mit ein, zwei schnellen Bewegungen nimmt man die Abwehr heute hier bei Grün-Weiß auseinander. Leonie Schulte mit dem Versuch. Man könnte jetzt fast sagen, die Abwehr funktioniert. Kaum habe ich es gesagt. Nächster Abwehrfehler, ohne Bedrängnis, kann Leonie Schulte zum Tor ziehen und dementsprechend keine Chance für Nabilek. Passfehler durch Erdmann. Uns aus. Und wir die Möglichkeit. Bleibt ungenutzt. Kerstin Labs. Überwindet Alexandra Meyer. Anschlusstreffer 14-27. Schade, Vorteil abwarten können. Er ist ein schönes Tor gewesen, aber so 9 Meter, 2 Minuten Strafe für Tini Schröder. Und der VfL bleibt im Ballbesitz. Vielen Dank.
unheimlich schnell. Der Doppelpass, dann die Ablage zum Kreis. Zu Julia Maria schnell. Jetzt zählt den Treffer Nummer 28 für den VfL. Dem entgegenstehen 14 für die Grün-Weißen. Tolle Aktion. Warum nicht öfter? 1-1. Gegenspieler kurz gebunden. Sperre absetzen. Hat geklappt. Auf Marie-Christine Schossig. Die verwandelt. Zum 15 zu 28. Und im Gegenzug 10 Meter Entscheidung. Und Nele Buschmann wird antreten. Konnte sich heute als Einzige noch nicht in die Torschützenliste eintragen. Das ist aber jetzt auch Geschichte. Trägt sich ein in die Torschützenliste mit dem Treffer Nummer 29 für den VfL. Eine kompakte Abwehrleistung vom VfL. Eine gute Wurfauswahl im Angriff. Zug. Erfolgreich erneut durch das Zusammenspiel durch Erdmann Schossig. Treffer durch Marie-Christine Schossig zum 16 zu 29. Das war OKB ohne Körperberührung, kann sich dort die Nummer 18 durchsetzen, soweit ich das sehen konnte, Nele Buschmann. Treffer Nummer 30. Sieben Meter Entscheidung. Wer wird antreten? Wendy Künzel wird antreten gegen Alexandra Meyer, die noch keine Aktion hatte. Noch hier chancenlos ist gegen den 7-Meter-Wurf von Wendy Künzel. Alles nur noch Kosmetikkorrektur. Treffer Nummer 17. Gedacht, aber nicht erfolgreich. Und im Gegenzug jetzt noch Martini Schröder. Kann einnetzen. Anschlusstreffer 18 zu 30. Der geforderte 7 Meter. Und Vivian Erdmann mit der zweiten 2-Minuten-Strafe. Also werden die Grün-Weißen bis zum Ende des Spiels in Unterzahl bleiben. Und Nele Buschmann erhöht auf 31-18. War es durch Künzel. Es geht wieder unheimlich schnell.
nochmal Parade von Nabilek. Hüften hoch aus dem Stand durch Benny Künzel. Findet den Weg ins Tor. 19 zu 31. Noch 10 Sekunden. Hier merkt man schon einen qualitativen Unterschied. Der Kurzverschluss noch mit dem Gegentreffer Nummer 32 endet. Durch Nadine Smith. Endstand nach 60 Minuten 32 zu 19 für den VfL Oldenburg. Eine klare Angelegenheit, verdient durch die kompakte Abwehr und ein verdammt gut aufgelegte Torhüterin in Tomke Köter gefunden und natürlich die effektive Chancenausnutzung im Angriff. Und der VfL jetzt mit 12 zu 0 Punkten weiterhin an der Tabellenspitze mit dabei. Und die Grün-Weißen müssen so langsam wieder Fahrt aufnehmen, sich auf ihre Tugenden verlassen und von Spiel zu Spiel denken. Vielen Dank. Und noch einen schönen Tag.